So, dann herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür, Prinzenpalais Teil 3. Wir begeben uns auf eine Reise durch die 12 Tonarten, Teil 2 von Johann Sebastian Bach, das wohltemperierte Klavier. Und zugleich begeben wir uns aber auf eine Reise durch die Geschichte der Tasteninstrumente, und zwar speziell der Saiteninstrumente. Bei Bachs Musik sagt man ja immer, es gibt zeitlose, absolute Musik. Und insofern kann diese Musik tatsächlich auf allen Instrumenten wiedergegeben werden. Andererseits ist es aber auch eine Musik aus der Zeit des 18. Jahrhunderts, sogar noch davor, die natürlich besonders schön die Visionen Bachs aus dieser Zeit präsentiert und damit auch auf diesen Instrumenten darstellbar macht. Bach schwebten die Klänge dieser Instrumente vor. Und von daher ist es wunderschön, dass wir sie auch dann erleben können. Wir erleben aber auch den modernen Konzertflügel. Und ich will diese fünf Instrumente kurz vorstellen. Das einfachste Kriterium ist natürlich die historische Entwicklung. Und da kommt das Klavichord zuerst in erster Stelle. Das Klavichord ist ein Instrument, das gab es schon um 1500. Das war allgemein das Klavier. Das stand auch in den Bürgerhäusern. Und war allgemein das Übeinstrument, so wie heutzutage man sagt, das Klavier, so war es damals eben das Klavichord. Diese Instrumente gibt es in mehreren Varianten. Dies ist ein einchöriges Instrument, das heißt, eine Taste bedient immer nur eine Seite. Dadurch ist es sehr, sehr zart im Klang. Und zugleich ist es ein ungebundenes Klavichord. Die Bünde kennen wir von der Laute, dass man auf einer Seite mehrere Töne spielen kann, indem man halt die Bünde drückt. Und so gab es dann Klavichord auch gebundene Instrumente, wo man mit mehreren Tasten eine Seite bedient hat, immer in Halbtonschritten. Und diese Töne konnte man natürlich nicht zur gleichen Zeit spielen, da ja nur eine Seite für diese Töne da war. Es war ein bisschen schwieriger, man konnte auch kein gutes Legato mit diesen Halbtonschritten machen, konnte aber die Musik der Zeit wiedergeben. Später ist man dann nur zu ungebundenen Klavichorden übergegangen, und diese ermöglichten dann die Musik bis zu Mozart, Haydn und noch später. Und es gab sogar Phasen, in denen die Instrumente bei Konzerten eingesetzt wurden, bei größeren Konzerten, besonders in Hamburg von Karl Philipp Emanuel Bach. Und der hat also große, ungebundene, zweichörige Klavichorde gehabt. Aber wir haben heute ein ganz zartes, intimes Instrument. Ja, dann müssen Sie wirklich die Ohren spitzen, wenn Sie da drauf hören. Dann haben wir das Spinett. Das ist eine spätere Entwicklung, ca. 1700. Da gab es verschiedene Modelle von Silbermann entwickelt. Dies ist ein Instrument aus dem Haus Sperrhake, was aber den Baustil sehr schön nachempfindet und aufgrund der späten Bauweise 20. Jahrhundert auch neuere Entwicklungen der Präzision mit einführt, also technologisch etwas Fortgeschrittenes, aber die Klangcharakteristika dieser Zeit genau wiedergibt. Dann ein Instrument Nachbau 1680, nachgebaut von einem Klavierbauer aus meiner Familie, aus der Firma Jacquet Zuckermann. Das ist aus den Werkstätten Vaudry, 1680 Paris ursprünglich gewesen und inzwischen eben ein Nachbau mit ganz eigenen Klängen. Das werden Sie erleben, das ist dann das entwickelte Cembalo, allerdings einmanualig und es wird auch nur einchörig gespielt werden. Ja, und dann haben wir schließlich noch einen Hammerflügel im Original von 1820, eigentlich ein romantisches Instrument, was aber den Klängen des Cembalos auch noch irgendwie relativ nahe kommt, da es ja einen Holzrahmen hat und die Saiten auf eine andere Weise mit Ledern angeschlagen werden, auch nicht die moderne Mechanik wie im modernen Konzertflügel. Das ist nochmal wieder was ganz anderes, was Bach durchaus auch schon vorschwebte. Er kannte auch schon die Hammerflügel und hat schon in die Richtung gedacht. Und Sie werden sehen, dass manche Stücke auch auf diesem Instrument schön wiederzugeben sind. Und dann natürlich der moderne Konzertflügel, den wir ja alle kennen und der in manchen Hinsichten auch die Synthese darstellt dieser Instrumente. Es gibt nämlich noch die andere Art, das einzuordnen, in Richtung auf Anschlagsdynamik, aber auf sehr niedrigem Niveau, da die Saiten von Tangenten hochgedrückt werden und von daher sehr leise und leise klingen können, aber dynamisch. Während die ganzen anderen Instrumente, die Cembali, zwar sehr klangstark sind, aber keine dynamischen Unterschiede erlauben. Und das, kann man sagen, vereint der moderne Konzertflügel, indem er anschlagsdynamisch ist und zugleich klangstark. Man könnte sagen, das ist dann das Optimum, die Synthese aller Instrumente, aber irgendwie auch eine Art klangliche Nivellierung. Sie werden die Unterschiede dann ja ganz klar hören. Und dann noch eine dritte Möglichkeit der Einordnung ist dann die Klangerzeugung selbst. Da gibt es die Tangente, die mit so einem kleinen
Stab die Seite andrückt. Das ist wirklich ganz zart. Und ansonsten gibt es den Kielflügel und den Hammerflügel. Kielflügel heißt das kleine Kiele. Das waren früher tatsächlich Federkiele, die Saiten anzupfen und dadurch einen relativ kräftigen Klang erzeugen können. Das sind Spinett und Cembalo. Während der Hammerflügel dann eben mit Hämmern die Saiten bearbeitet, aber in der Mechanik durchaus auch noch so ähnlich. Hammerflügel nennt man die Instrumente mit dem Holzrahmen, die Gratsaiter, und der moderne Konzertflügel, da liegen die Saiten über Kreuz, da ist viel mehr Eisen eingebaut und die Mechanik ist eine moderne englische doppelte Repetitionsmechanik, das ist dann nochmal was ganz anderes. Also es ist eine Vielfalt von möglichen Instrumenten, instrumentalen Möglichkeiten, die wir hier vorgeführt bekommen. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Zeitreise. Ich freue mich sehr, dass Richmond Zu bereit ist, was sie letztes Jahr schon einmal gemacht hat, heute auf diesen verschiedensten Instrumenten nochmal zu machen. Das wurde mir bei Richmond Zu.